Hallo im Küchengarten. Wie ihr hinter mir seht, es ist der Winter, es ist Dezember, es hat sogar geschneit, es ist eisig kalt. Wir haben zeitweise sogar Glatteiswarnungen für die Straßen, für die Autofahrer. Ich möchte unglaublich gerne gärtnern. Ich möchte meine Finger wieder in die Erde graben. Ich möchte in meinem Garten etwas wachsen lassen. Ist momentan leider nicht möglich. Trotzdem, ihr kennt mich, ich kann nicht ohne. Und deswegen möchte ich euch in diesem Video zeigen, was ich alles über die kalten, dunklen Monate im Haus wachsen lasse, wie das funktioniert, was ich Neues probiere und was ihr unbedingt auch bei euch ausprobieren solltet. Zuerst zeige ich euch hier ein großes südseitiges bodenebenes Fenster. Hier mache ich auch immer meine Anzucht im Frühling, weil in der dunklen Jahreszeit südseitig doch die meiste Sonne an die Pflanzen kommt. Im Sommer ist das natürlich viel zu heiß und im Frühling bei der Anzucht passe ich dann doch immer auf, ob doch zu viel Sonne und Hitze hier hereinkommt. Dann lasse ich immer noch die Rollos herunter und beschatte das Ganze etwas. Aber jetzt im Dezember ist das natürlich ideal, weil das Sonnenlicht wirklich sehr schwach ist und auch die Dauer der Sonneneinstrahlung ziemlich reduziert. Also die Tage sind sehr viel kürzer. Hier auf dieses erste Tischchen habe ich einerseits meine Geranien hereingerettet. Die sind ja mehrjährig, aber eben sehr frostempfindlich. Und im letzten Jahr habe ich versucht, sie im Gewächshaus zu überwintern. Dort hat es leider überhaupt nicht geklappt, weil zu meinem Pech auch sehr viel Schnee gefallen ist und es sehr kalt geworden ist. Da sind mir ein Großteil eingegangen. Und hier habe ich jetzt noch ein paar Schätze. Und von denen werde ich mir jetzt über den Winter hinweg Stecklinge nehmen. Das seht ihr hier zum Beispiel schon. Diese zwei kleinen Pflänzchen sind schon neue Stecklinge. Das funktioniert bei der Geranie wirklich wunderbar. Da nimmt man einfach oben ein Spitzchen weg, entfernt alle Blätter bis auf die obersten und steckt es dann so tief wie möglich in einen mit Blumenerde gefüllten Topf. Die bewurzeln, wenn man es immer schön feucht hält, wirklich sehr schnell und daraus entwickelt sich eine ganz neue Pflanze wieder. Diese Geranie hier ist jetzt schon, hat richtig Gas gegeben, weil es hier drinnen natürlich schön warm ist und sie brav gegossen wird. Jetzt werde ich hier oben diesen Stängel demnächst auch einfach abbrechen, dann diese Blätter entfernen, in Erde setzen, dann habe ich meine nächste Pflanze schon in Vorbereitung. Wie ihr hier an der Gelbtafel seht, arbeite ich jetzt schon im Vorhinein extrem gegen die Trauermücken. Da die Pflanzen ja viele von draußen hereingekommen sind, die ich hier habe über den Winter, sind natürlich Schädlinge drauf und ich möchte mir hier nicht unbedingt eine riesige Epidemie einschleppen. Aber ganz vermeiden kann man es eh nie. Diese Geranie, die ich mir hier nachziehe, ist eine ganz besondere und zwar eine stehende Geranie, Apple Blossom. Die blüht herrlich und ich bin froh, dass ich sie nicht verloren habe. Eine Rarität. Außerdem habe ich hier noch zwei Stecklinge meiner weißen Johannisbeere, die ich im Sommer genommen habe. Das habe ich euch in einem meiner Shorts gezeigt, dass ich die im Glas, im Wasserglas bewurzeln habe lassen und dann hier in Blumenerde gesetzt habe. Die dürfen jetzt hier kräftig und groß werden und im Frühjahr kann ich sie dann schon einpflanzen. Hier neben meiner kleinen Stecklingsanzucht, die natürlich über den Winter weiter wachsen wird, habe ich etwas ganz Besonderes, und zwar ist das eine Maracuja-Pflanze. Die steht über den Sommer hinweg draußen. Dieses Jahr habe ich einen Fehler gemacht. Ich habe sie ziemlich sonnig gestellt, weil ich mir gedacht habe, oh, tropische Pflanze, die mag das warm. Und dann ist sie nicht sonderlich weitergewachsen. Ja, meine Schuld, wenn man sich nicht gut auskennt, sollte man sich vorher informieren. Die mögen es lieber halbschattig. Der Max vom Gartenkanal hat da ein wirklich tolles Video über seine Maracuja-Pflanze gemacht. Und da konnte ich ganz viel lernen. Ich verlinke euch das Video mal, dann vielleicht habt ihr ja auch eine kränkelnde Maracuja-Pflanze zu Hause. Also meine kränkelt jetzt gar nicht mehr, die schaut richtig gut aus. Die habe ich jetzt ungefähr seit 3 Jahren.
Im Winter steht sie immer herinnen. Im Sommer werde ich sie jetzt auf meinen schattigen Balkon stellen. Sie bleibt aber im Kübel. Sie entwickelt sich momentan prächtig und ich hoffe, dass ich vielleicht sogar mal mit den wunderschönen Blüten und sogar Früchten rechnen kann. Und hier ganz hinten steht ein Experiment von mir. Also es ist ja bekannt, dass man Paprikapflanzen überwintern kann. Normalerweise schneidet man die dann ziemlich radikal zurück und stellt sie an einen eher dunklen, kühlen Ort. Diese Pflanze von meinem Sohn selbst gezogen, eine Snackpaprika, wo er sogar die Samen vorletztes Jahr selbst geerntet hat. Ja, und jetzt habe ich mir gedacht, ich lasse sie einfach mal so, wie sie ist. Die Blätter sind immer noch schön saftig grün. Ich dünge sogar noch ab und zu, natürlich nicht mehr so stark. Sie hat jetzt sogar wieder eine Blüte bekommen. Vielleicht helfen mir ja die Trauermücken sogar beim Befruchten, was weiß man. Gemulcht habe ich all meine Pflanzen, die ich hier im Haus habe, entweder mit grober Pinienrinde, so wie ihr es hier seht, oder mit Blähtonkugeln, die ich noch übrig hatte. Einerseits hilft das gegen die Verdunstung, die ja hier in den geheizten Räumen doch recht stark ist. Also muss ich nicht ganz so viel gießen. Und zweitens, in den ganz großen Töpfen hat meine Katze öfter angefangen herumzugraben. Und das habe ich hier somit auch abgewöhnt. Etwas abseits von der direkten Sonneneinstrahlung des Südfensters seht ihr hier etwas ganz Besonderes, über das ich mich sehr freue. Und zwar versuche ich in diesem Winter wieder mit der Ingwer-Selbstzucht, sagt man das so? Also ich pflanze einfach Ingwer wieder selbst an. Der hat ja eine recht lange Kulturzeit von ein paar Monaten. Und deswegen habe ich jetzt angefangen, weil jetzt habe ich Zeit und es juckt mich sowieso in den Fingern, etwas mit Erde und Pflanzen zu machen. Den habe ich jetzt vor circa 4 Wochen hier eingebracht. Und wie ihr sehen könnt, es tut sich etwas. Das sind alles so kleine Ingwerstücke, die ich locker mit Substrat bedeckt habe. Also der Ingwer braucht keinen besonders tiefen Topf. Deswegen habe ich hier einfach so einen Blumenkasten, den man gerne auch für Geranien verwendet, umfunktioniert. Und diese daumengroßen Stückchen habe ich einfach über Nacht in lauwarmem Wasser eingeweicht und danach mit der Schnittseite nach unten leicht mit Erde bedeckt. Und jetzt nach ein paar Wochen fangen sie schon an auszutreiben. Hier herunten in meinem Büro habe ich ja mein Stufenpflanzregal mit den Wachstumslampen. Da gibt es ein Video dazu, wie ich das aufgebaut und bestückt habe. Das verlinke ich euch gerne. Und hier habe ich nicht nur Orchideen und andere Zimmerpflanzen immer wieder in abwechselnder Varianz stehen, sondern wenn ihr hier dieses kleine Kästchen seht, da lasse ich einige Pflanzen, Stecklinge, wie nennt man das, Stecklinge oder Pflanzenstücke bewurzeln im Wasser. Und zwar, hier habe ich einen Versuch, ich weiß nicht, ob das funktioniert. Das ist eine Käfirlimette, ein Steckling davon. Da habe ich oben einen wunderbaren Strauch. Dann habe ich hier so eine wunderschöne Hängepflanze. Ich habe keine Ahnung, was es ist. Vielleicht wisst ihr da mehr, wenn ihr euch die Blätter anschaut. Und die hat schon wirklich wunderbar neue Wurzeln gebildet. Also mit manchen geht das schneller, mit manchen dauert das etwas länger. Dann habe ich hier Heidelbeer-, Blaubeer-Stecklinge, mit denen funktioniert das. Das habe ich im letzten Jahr schon gemacht. Das dauert noch immer ein bisschen und die habe ich jetzt im Herbst erst abgenommen. Aber eben sollten bis zum Frühling auch Wurzeln gebildet haben. Die kommen dann in Töpfe, in saure Erde. Da habe ich eine Monstera. Die hat ganz schnell neue Wurzeln gebildet in diesem Wasserglas. Und hier habe ich einen ganz spannenden, einen ganz spannenden kleinen Strauch, der vor meinem Fenster steht, der so lustige verzweigte Äste mit so kleinen Blättern bildet. Und den hätte ich auch wahnsinnig gern mit Stecklingen vermehrt, bin ich mir aber nicht sicher. Jetzt verliert er da schon ein bisschen die Blätter. Naja,
Probieren geht über Studieren und das macht mir Spaß über den Winter. Hier neben meiner Küche habe ich eine kleine Krankenanzuchtstation, kann man so sagen. Ich glaube, ich drehe mal das Licht von dieser Mini-Beleuchtungsstation ab, damit man das besser sieht. Hier gibt es doch starkes Gegenlicht. Das Ganze steht ja hier neben unserem Esstisch, wo ich ja mein heißgeliebtes Orchideenfenster habe. Trotzdem ist jetzt in der Winterzeit das Licht, das bis hier durchkommt, viel zu schwach. Ihr seht den Unterschied, wie dunkel es hier ist. Deswegen habe ich dieses kleine Beleuchtungshäuschen stehen. Das hat es irgendwann mal bei IKEA gegeben. Ich glaube, das gibt es jetzt gar nicht mehr. Hier hinten seht ihr, das Weiße ist ein 2 Liter Luftbefeuchter, weil gerade in der jetzigen Heizungsluft-Jahreszeit, also der trockenen Luft hier in den Häusern, brauchen das meine Orchideen und anderen Zimmerpflanzen, weil sonst habe ich sofort Spinnmilben an meinen Pflanzen, vor allem die Zitronenpflanzen sind sehr, also die Zitrusgewächse sind da furchtbar anfällig, da arbeite ich wirklich gern mit Luftbefeuchtung. Das könnt ihr zum Beispiel hier hinten in meinem Wohnzimmer auch sehr gut sehen, wo ich mir ja diese Orchideenbank selbst zusammengezimmert habe. Da habe ich einen ganz großen Luftbefeuchter, Luftreiniger und das klappt wirklich sehr gut im Winter. Im Sommer ist der natürlich ausgeschalten. Hier drinnen habe ich ein paar Herzenssachen, die ich vorziehe, anziehe oder aufpäpple. Hier haben wir zuerst mal Basilikum. Zweifarbig grün und violett. Da bin ich viel zu spät dran. Ich habe mir nicht gedacht, dass wir jetzt im Winter diesen frischen Basilikum zu unseren Tomaten und anderen Salaten oder auch auf die selbstgemachte Pizza so vermissen. Also habe ich mich entschlossen, jetzt was anzuziehen. Zusätzlich habe ich hier daneben ein kleines Bäumchen sozusagen gerettet von draußen. Der schaut jetzt noch richtig armselig aus, aber er kommt langsam. Also er hat sich schon ein bisschen verzweigt und er bildet hier ganz kleine neue Blätter. Da freue ich mich total. Der wird dann sicher mit der Zeit auch total buschig. Dauert halt seine Zeit. Und hier neben dem Basilikum, wo man noch nichts sieht, also das Weiße ist ja die Perlite in meiner Anzuchterde, wäre eigentlich Schnittlauch, den ich zur selben Zeit ausgesät habe wie das Basilikum. Da zeigt sich überhaupt nichts. Jetzt weiß ich nicht, ob der Samen vielleicht zu alt war oder ob ihm sonst irgendwas nicht gepasst hat. Ich gebe ihm noch ein paar Tage Galgenfrist und dann mache ich das Ganze einfach neu. Im Hintergrund seht ihr was ganz Spannendes. Das ist eine Süßkartoffel, die ich aus dem Supermarkt habe. Die steht in einem Wasserglas. Im Internet habe ich nämlich einige Videos gesehen, dass das so wunderbar funktioniert. Die bildet dann unten Wurzeln aus. Da sieht man sogar schon eine. Und oben wird sie austreiben. Und dann diese herrlichen, rankenden Süßkartoffel. Pflanzenteile bilden, die man dann einfach abnehmen kann und in der nächsten Saison dann pflanzen. Und dieses Jahr habe ich total vergessen, Süßkartoffel zu pflanzen. Und das hat mir so gefehlt, weil sie eine so dankbare und ergiebige Kultur sind und im Supermarkt nämlich auch richtig teuer. Jetzt möchte ich einfach, ich weiß, ich bin ein bisschen zu früh dran, aber ich war so aufgeregt über diese Idee und da konnte ich nicht widerstehen. Hier vor der Süßkartoffel seht ihr die Orchidee meines letzten Orchideenvideos, wo die Mutterpflanze, deren Kindel ich abgenommen habe, die möchte ich hier mit zusätzlichem Licht versorgen, dass sie sich hoffentlich erholt. Momentan kann man noch nichts sagen, sie ist noch recht schlaff und dehydriert. Wenn ihr euch jetzt fragt, was denn aus der Baby-Orchidee, also dem Kindel geworden ist, was ich von dieser Mutter-Orchidee abgenommen habe, dann schaut doch mal hier hinter mich. Da habe ich etwas ganz Neues ausprobiert, mit dem ich mich jetzt über die Wintermonate verstärkt beschäftigen will. Und zwar sind das sogenannte Flaschengärten. Da habe ich auch so viele Videos gesehen und das ist so eine tolle Art,
ein artgerechtes Ambiente für viele unserer Zimmerpflanzen zu schaffen. Vor allem Moose und natürlich die Orchideen haben mir es stark angetan. Schauen wir mal näher ran. Und zwar habe ich hier in so einer größeren Vase, zum Glück habe ich ja noch einen Deckel eines alten Wegglases gefunden, der hier durch Zufall drauf passt, habe ich hier ein kleines Terrarium erschaffen und die Babyorchidee, seht ihr hier oben, die habe ich hier drin eingebettet. Wenn euch sowas interessiert, kann ich mal ein Video zeigen, aber zuerst möchte ich mal ausprobieren, wie das funktioniert und wie sich die Orchidee da drin fühlt. Gott sei Dank ist es eine Zwergorchidee, also sonst würde sie das Glas bald sprengen. Hier vorne habe ich ein wunderbares Waldmoos. Aber ich denke mir, da die Orchidee jetzt ja frisch abgenommen wurde von der Mutterorchidee, selbst noch fast keine Wurzeln hat, dieses tropische, feuchte Klima, das sich hier drinnen entwickelt, wird der Wurzelbildung sicher förderlich sein. Ich halte euch auf dem Laufenden. Und hier ganz vorne ist irgendeine arme Zimmerpflanze. Ich weiß nicht mal genau, was es ist. Die habe ich total getötet. Es gibt sowas auch bei mir. Aber man sieht hier unten, treibt sie neu aus. Also hier sieht man ein Spitzchen. Ich hoffe, ich kann sie hier doch wieder hochpäppeln. Wäre schade drum, weil die Blätter haben mir so gut gefallen. Das da ja. Also ich bringe Pflanzen um die Ecke. Aber ich versuche zumindest den Großteil dann doch wieder zu retten. Links daneben als letztes ist auch wieder was ganz Spannendes. Ich verwende ja wahnsinnig gerne Sphagnummoos für das Aufbinden und auch in meinen selbstgemischten Orchideensubstraten. Und da habe ich mir immer gedacht, das gibt's doch nicht, dass man sich das nicht selbst irgendwie züchten kann, damit ich das nicht immer so gepresst kaufen muss. Und dann habe ich im Internet recherchiert und YouTube ist ja ein riesiger Fundus für solche Ideen. Und da haben mehrere Leute probiert, aus dem getrockneten Moos in einem geschlossenen Behälter, wenn man es feucht hält, das zu züchten, es wachsen zu lassen. Und das versuche ich jetzt hier, ob das jetzt nur ein YouTube-Clickbait war, aber das wären ein paar Videos gewesen. Genau, das will ich versuchen. Also ich habe das hier in so einem Wegglas mit Glasdeckel obendrauf. Können wir mal reinschauen. Bis jetzt zeigt sich noch nicht viel. Das dauert anscheinend Monate. Ich habe das erst vor ein paar Tagen hier reingefüllt. Ja, es soll dann anfangen grün zu werden und zu wachsen. Ab und zu tut man es besprühen. Und hier drinnen bleibt es natürlich auch wunderbar feucht. Dann will ich euch hier unbedingt meine Juwelorchidee zeigen. Da habe ich schon ein paar Fragen bekommen, wie es denn der geht. Also die ist prächtig gewachsen und jetzt im Winter beginnt sie zu blühen. Da freue ich mich riesig. Die muss ich unbedingt umtopfen, da sie so groß geworden ist für dieses Gefäß. Ich habe auch wieder Stecklinge genommen. Was ich dazu sagen muss, ich habe in dem Video, was ich über diese Juwelorchidee gemacht habe, auch versucht, Stecklinge zu ziehen, indem ich sie direkt in Substrat stecke. Das ist leider nicht gelungen. Da hätte ich vielleicht ein besseres Raumklima schaffen müssen, in einem geschlossenen Raum mit mehr Luftfeuchtigkeit. Also die haben einfach nicht angefangen zu wurzeln. Momentan versuche ich wieder, welche direkt im Glas bewurzeln zu lassen. Das hat das letzte Mal super geklappt. Das seht ihr hier, da bilden sich auch schon so feine Härchen an den Stängeln aus. Das Wasser wechsle ich alle 2 bis 3 Tage und spüle dann die Stängel auch mit sauberem Wasser ab. Weil aufgrund ihrer Blätter ist diese Juwelorchidee natürlich ein traumhafter Hingucker. Auch ein wunderbares Geschenk, das man sich einfach vermehren kann und es ist nicht so leicht zu erhalten. Das war's für heute zu meinen Indoor-Gartenversuchen. Schön, dass ihr wieder mit dabei wart.
Ich wünsche euch noch eine ganz schöne Vorweihnachtszeit und schaut bitte unbedingt am 24. Dezember hier auf meinem Kanal vorbei. Da öffne ich nämlich mit einigen anderen das 24. Türchen des Garten-YouTuber-Adventkalenders. Wenn ihr von dem noch nichts gehört habt, dann schaut unbedingt am Kanal von Max, dem Gartenkanal, vorbei. Dort hat das am 1. Dezember gestartet. Jeder der teilnehmenden Kanäle verlost eine Kleinigkeit an unsere tollen Zuschauer. Also nicht auslassen, unbedingt mitmachen. Am 24. bin ich dran. Bis dahin nicht zu viel Stress jetzt vor Weihnachten. Und ich hoffe, wir sehen uns am 24. hier bei mir im Küchengarten. Bis dann!